Bei Museen ist es bedeutsam, dass sie einer der Orte sind, an denen wir uns als Gesellschaft informieren und orientieren, an dem wir auch miteinander Bezüge klären, Gespräche darüber führen, was uns gemeinsam wichtig ist, Anregungen bekommen, kuratierte Anregungen, die wir als Gesellschaft weiter diskutieren können, darüber, was uns eigentlich ausmacht. Und solche Orte sind aus meiner Sicht gerade in diesen Zeiten kulturpolitisch besonders in den Fokus zu nehmen, weil wir natürlich miteinander Kategorien wie Wahrheit, wie Richtigkeit und wie Wahrhaftigkeit nicht aus der Hand geben sollten. Auch nicht zurückkehren in die alten Zeiten, in denen man im Museum gesagt hat, ich präsentiere euch ex cathedra eine Wahrheit, sondern Gesprächsangebote zu machen, in denen eine Gesellschaft dann gemeinsam miteinander herausfinden kann, was wir denn gemeinsam als wahr und als richtig anerkennen. Und dafür können Museen wunderbare Kristallisationspunkte sein. Das bedeutet für die Hamburger Museen, dass wir politisch in den nächsten Jahren zum einen, das ist so schnöde in der Kulturpolitik, auch Geld in die Hand nehmen, um das zu ermöglichen. Auch gerade hier am Haus sieht man das ja am Museum am Roten Baum, dem ehemaligen Völkerkundemuseum, dass man solche Innovations- und Veränderungsimpulse dann auch setzen und umsetzen kann. Und das wollen wir auch in anderen Häusern machen. Auch in den sozusagen kunsthistorischen Museen, auch in den stadtgeschichtlichen Museen geht es darum, solche Orte zu schaffen, an denen dieses Gespräch möglich ist. Und natürlich wollen wir das nicht nur mit Blick auf die Stadtgesellschaft machen, sondern auch mit der Wirkung über die Stadtgrenzen hinaus. Ich freue mich sehr, dass hier die Arbeit von Barbara Plankensteiner am Museum am Roten Baum von der Bundeskulturstiftung so gewürdigt wird. Einmal in der Unterstützung der Neuorientierung der Sammlung, gemeinsam in einem Projekt zusammen mit dem Leipziger Museum und dem Stuttgarter Museum. Zum anderen aber auch durch Teilnahme an dem Programm 360 Grad, wo es um Vermittlungsangebote geht, weil es natürlich nicht nur um die Frage geht, wie verändere ich die Darstellung von Informationen im Museum, sondern auch darum, wie erreiche ich eigentlich diejenigen, für die es gerade im Moment vielleicht nicht plausibel ist zu sagen, ich gehe in meiner Freizeit in ein Museum. Das müssen wir natürlich auch schaffen. Auch da brauchen wir neue Anspracheformate. Also da wird viel in Bewegung sein. Wir werden viel ausprobieren. Es wird auch einiges schief gehen. Dann probieren wir was Neues aus. Aber das ist allemal besser, als einfach zu sagen, wir bleiben in einem Status quo, der bestimmte Funktionen erfüllt, aber bestimmten neueren gesellschaftlichen Anforderungen auch nicht mehr gerecht wird.